Haben wir noch was Neues von You Looked Excel, maybe? Komm, da sehe ich mich nochmal schnell drin. Und dann geht's gleich rein in die Olga mit Gothic Phone. Gothic Phone? Deutsche Meme. Bei Krieg hast du mehr Adrenalin. Okay. You Looked Excel. Kommt drauf an, ob man im Krieg gut ist. Ja, stimmt. Let's go. Dieses Video soll jemanden verletzen und dient nicht zur Unterhaltung. Alles klar. Okay, alles klar. Perfekt. Ich auch. Ja, Digga, das war's. Komm, gönn jetzt auch eine Rakete. Oh! Ja! Digga. Zum Glück war das gar nicht laut. Richtig! Rakete, ich hab auch! Ganz kurz zur Tür, wir kriegen Besuch. Ach, Leute, meine Schwester ist gerade zu Besuch. Schatz! Ja, wie gesagt. Huch, Gewohnheit. Bim, bom, bim, bom. Bim, bom, bim, bom. Bim, bom, bim, bom. Digga. Einfach nur sick. Einfach nur sick. Einfach nur sick, die Performance. Das ist so unfair! Das ist so lächerlich, Digga. Ja. Deshalb spiele ich bei Mario Kart nicht mit, weil ich extrem schlecht bin. Ich bin wirklich der schlechteste Spieler von allen. Noch schlechter als Trimax. Und ich würde, glaube ich, wirklich danach einfach einen von denen umbringen. So lächerlich, Digga. Ja, scheiß drauf, komm. Es ist so unfair. Ah, scheiß drauf. Wie süß, darf ich einmal streicheln? Ja. Oh, wie süß. Ja. Und? A lot of hours, but you still are out here. Are you partying or what? I'm early. Also, ich bin ehrlich. We drink together with other group. This group is ne? Yeah. And because the play Deutsche Montana Black. Six to two. It's very, very, very super, very, very cool, and we have very party to. Thomas? Ja? Ja? Immer. Ja! Ich such den Jungen schon die ganze Zeit, ne? Auf einmal ich sehe das hier. Was machst du da, Junge? Digga, trinken, Digga. Ob das gesund ist? Mm. Da läuft gerade Naruto, aber man hört nichts. Das ist nicht Naruto, das ist Avatar. Flash kann er Fenster aufmachen. Ja, scheinbar nicht, Digga. Der hat wohl keinen Bock da drauf. Entschuldigen Sie, können Sie vielleicht ein Fenster auflassen? Ja. Weil wir sehen gerade einen Film da. Oder ist gerade. Drehen. Digga, diesen Clip, den habe ich jetzt schon 200 Mal gesehen. Das? Junge. Ja, passt. Ist nicht das beste Schritt. Was stellen wir hin? Stellen wir so oder was? Ja, irgendwie so. No! Dieser Schmerz. Bleib hier unmüssig! Mhm. We all know it. Bro, hast du so einen hautfarbigen Stift? Ja klar habe ich einen. Warte kurz. Nice, Digga, du hast alles. Moment, ich bin weiß, er ist schwarz. Wir haben zwei verschiedene Ansichten von Hautfarbe. Welchen Stift soll ich ihm also geben? Kaylay, dankeschön. Black Lives Matter, also gebe ich ihm lieber den Schwarz. Hier. Hautfarbe. Na, Digga, das ist nicht Hautfarbe, den brauche ich nicht. Den kannst du behalten. Aber du bist doch dunkelhäutig, also warum? Ja, aber da hätte ich ja gesagt, brauner Stift, schwarzer Stift.
Die, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Guck mal. Scheiß drauf, Hautfarbe. Sei egal. Das heißt, ich bin kein Rassist. Bruder, woher? Kann ich das N-Wort sagen? Was? Ah, lost. Yeah, yeah. Ah. Ja. Absolut nichts. Ja, Mann, das ist halt nun mal so. Ich würde anregen, dass man ihnen den Führerschein entzieht. Das heißt, die Mitteilung des Straßenverkehrsamt, Paragraph 2, Eignung und Befähigung zur Führung von Kraftfahrzeugen. Und ich halte sie. Wenn du dich hier lustig machen willst über meinen Kleidungsstil und über meinen Hosenkleidungsstil, dann kannst du das sehr, sehr gerne machen. Aber dann kannst du das einfach mal sehr, sehr lange nicht mehr machen. Natürlich, klar, absolut. Nani, nani. Nani, nani. Nani, nani. Nani, nani. Es ist der Bergsteiger. Ja. Ja, wichtig ist, bevor ich euch die einzelnen Fans zeige, dass ihr die gesäße Chormuskulatur, also die Rumpfmuskulatur, so während der Übung ganz festhaltet. Stellt euch vor, Franken for real, Toms, Dankeschön. Oh, ihr zieht den Bauchnabel an die Ananas ran. Genau so sollte eure Haltung sein. Und jetzt gehen wir mal auf den Boden, macht gleich mit und wir probieren mal aus, okay? So, hinunter. Es gibt zwei Varianten mit Kanten, wie du in den Stützen gehen kannst, okay? Das eine ist der Unterarm. Das heißt konkret, steht, du hast die Arme hier so vorne. Okay. Ganz fest, schlick über Ellenbogen, mach den gerade, möglichst Rücken, den Po nicht nach oben stehen lassen oder durchhängen. Und jetzt machst du Folgendes. Du nimmst das Bein, du Schwein, und ziehst es zum LL. Hopp! Hopp! Und wieder zurück. Genau das gleiche auf die andere Seite. Hopp! Hopp! Wieso, warum fliegt Deadlift die Soest? Und wieder zurück. Wir probieren es nochmal zu sagen. Also die zweite Variante, die du machen kannst, wenn du vielleicht etwas anspruchsvoller bist. Silberloch bist. Mann, ich werde davon nur dumm, das bringt nichts.